endlich ist es vorbei, das Wochenende. Endlich ist er wieder da, der Montag. Zeit für ein leichteres Leben, auf das ich mich ja jedes Mal freue. 14 Uhr. Und ich freue mich natürlich auf Sie. Und Sie können sich auch wieder auf die nächste Stunde freuen, denn wir haben natürlich wie immer interessante Gäste und steigen heute ein mit ein bisschen Fernweh. Nick Martin ist zu uns gekommen, der wohl die geilste Lücke im Lebenslauf vorweisen kann. Zumindest behauptet er das. Nicht nur das, sondern er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. 6 Jahre war er unterwegs. Mittlerweile, glaube ich, sind es ein paar Jahre mehr geworden. Mhm. Quasi als Weltenbummler, aber doch auch als jemand, der den Menschen Mut machen möchte, Dinge wirklich zu tun. Denn wir alle können Dinge tun, wenn wir uns noch nur trauen. Du hast dich getraut und wird uns heute so ein bisschen mitnehmen in die Ferne, was bei dem Schmuddelwetter in Berlin so richtig Spaß machen kann. Außerdem freue ich mich über den Besuch von Theodora Contodimu. Die hat heute den Weg auch ins Leichter Lebensstudio geschafft. Bis 13 Uhr war sie ja mit ihren wunderbaren Shop-Artikeln zu sehen. Heute hat sie auch etwas mitgebracht, was Sie gewinnen können. Was, das wird sie uns gleich erzählen. Aber es geht im Endeffekt auch um Wünsche, Seelenwünsche. Passt auch so ein klein wenig zu Nick Martin. Und ja, vielleicht ist auch ein Seelenwunsch von Jessica Schweinsberg-Klare in Erfüllung gegangen. Denn Klare heißt sie erst seit kurzem. Warum? Ja, es riecht nach Heirat. Und ob das wirklich so der Fall ist, das wird sie uns gleich erzählen. Und Sie kriegen gerade mit, etwas Neues hat sich getan hier bei Leichter Leben. Denn es gibt ja einige Zuschauer, die um 14 Uhr vielleicht trotz alledem eine kurze Frage beantwortet haben wollen. Und wir haben uns gedacht, wir bringen eine kleine Servicenummer für Sie an den Start. Sie können es jetzt schon sehen, da ist die Nummer, die ist zu 100% anonym. Also wenn Sie während der Sendung irgendwie entdecken, da ist eine Frage, die mich in meinem Leben quält, dann sind Sie auch hier nicht alleine, sondern Sie können unter dieser Nummer sofort ohne Anmeldung mit einem Berater Ihrer Wahl telefonieren. Also probieren Sie mal hier unsere neue Service-Hotline aus. Aber jetzt wollen wir uns erstmal auf Reisen begeben mit Nick Martin, der 6 Jahre unterwegs war auf Weltreisen, 70 Länder bereist, 5 Kontinente. Und da ist dir schon auch einiges passiert. War nicht immer nur Urlaub, oder? Nee, definitiv nicht. Also dieses Reisen, würde ich sagen, kann man nicht wirklich mit Urlaub vergleichen. Warum hast du dich in so ein Abenteuer gestürzt? Also was war so ein Auslöser zu sagen, ich möchte jetzt raus und ich möchte die Welt kennenlernen? Tatsächlich war das ein Moment, der mich dazu gebracht hat, 2009. Also dieser Moment, der war wirklich für 3 Wochen in Neuseeland, als ich damals noch in meinem alten Beruf gearbeitet habe. Und im März, wo es diese Hochwinterdepressivsein-Phase diesen größten Punkt hat, bin ich ans andere Ende der Welt geflogen, nach Neuseeland, und habe mich da in einen Campervan reingesetzt und habe einfach Neuseeland für mich entdeckt. Und da bin ich tatsächlich am ersten Abend an so einem Strand geparkt. Also ich habe mich erst komplett verfahren gehabt und habe mich dann mit meinem Van in diesen Sand reingesetzt und Kofferraum auf, 2 Stühle, ein Tisch, eine Flasche Rotwein, und da kamst du dieses Backpacker-Gefühl das erste Mal hoch. Und an dem Abend bin ich das erste Mal mit dem riesengroßen Grinsen ins Bett gestiegen, hinten in mein Van, zuvor mit anderen Backpackern ein Lagerfeuer gemacht, direkt am Strand, und dann mit dem Sound der Wellen eingeschlafen, und das Gefühl hat mich halt für 3 Wochen nicht losgelassen. Also Weltenbummler-Atmosphäre, ja. Aber aus dem Weltenbummler ist ja viel, viel mehr entstanden. Das heißt, du hast ja deine Reise auch dokumentiert, weil du den Menschen jetzt auch Mut machen möchtest. Das heißt, in diesen 6 Jahren, glaube ich, hast auch du persönlich wahrscheinlich sehr viel verändert. Deine Persönlichkeit hat sich wahrscheinlich auch verändert, und das willst du den Menschen auch näher bringen. Definitiv. Also Reisen ist mehr als nur irgendwie mal sich den Backpack aufschnallen und mit dem Flugzeug von A nach B zu fliegen, sondern es ist tatsächlich eine Reise zu sich selber. Also es hört sich doof an, ist aber so, weil du tatsächlich einfach mal außerhalb von deiner Komfortzone bist und jeden Tag neue Abenteuer erlebst, neue Menschen kennenlernst, die dich auch wiederum inspirieren, und du kommst auch einfach mal an deine eigenen physischen und psychischen Grenzen durch diverse Grenzerfahrungen. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie so ein Magnet dafür bin. Ich meine, ich wurde angeschossen, ich wurde ausgeraubt, ich bin durch einen Hurricane gesegelt. Ich habe schon das ein oder andere erlebt, und anhand dieser Erfahrungen habe ich es mir halt zu meiner Mission gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, selber ihre eigenen Reiseträume zu leben. Ja, jetzt machst du es natürlich nicht ganz so leicht. Angeschossen, Hurricane, ausgeraubt. Das sind natürlich auch Punkte, vor denen haben Menschen auch Angst, wenn sie sich vielleicht auf so ein Abenteuer einlassen. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr natürlich über deine Erlebnisse. Aber bist du erst aus Neuseeland wieder zurückgekommen und dann hier alles aufzugeben? Oder wie hast du dich auch auf diese Reise, auf diese 6 Jahre, und waren 6 Jahre geplant? Also wie hast du dich darauf vorbereitet? Tatsächlich
ich hatte absolut keine Ahnung, was dieser Neuseeland-Urlaub damals mit mir anstellen würde. Ich bin heimgekommen, ich bin wieder in meinen normalen Job und hatte nach 2 Wochen so wieder diesen typischen Alltagsfeeling. Ich bin gelernter IT-Systemkaufmann. Ach so, okay. Ja. Und tatsächlich, ich meine, wahrscheinlich kennst du dieses Gefühl auch, du bist im Urlaub, kommst wieder hierher und du bist so ein bisschen energetisch. Du sagst so, boah, ich will was ändern, ich werde jetzt zum Veganer oder ich mache mehr Sport oder irgendwas. Und so dieses Gefühl hatte ich auch, irgendwas zu ändern. Und es hat so knapp 2 Monate gebraucht, bis ich für mich entschieden habe, ich glaube, es ist mehr als nur irgendwie eine Karriereleiter hochzusteigen und dass ich gern die Welt sehen würde. Mhm. Aber damals war wirklich nur geplant, also die Idee im Kopf gehabt, ich will für ein Jahr durch die Welt reisen. Man muss natürlich auch so ein Typ sein. Also wir haben im Laufe der letzten Jahre ja öfters schon mal so Weltenbummler zu Gast gehabt und die haben alle auf eine Frage gleich reagiert, nämlich, ja, hast du denn richtig Ersparnisse gehabt, das heißt eine Sicherheit gehabt, um ja wirklich auch loszureisen, keine Sorgen zu haben? Und meistens kam wahrscheinlich die gleiche Antwort. Ich wäre sehr verwundert, wenn sie bei dir anders aussehen würde. Also bei mir ist die Antwort, nein, hatte ich nicht. Also tatsächlich, ich bin zu meiner Bank gegangen und habe gemeint, hey, wie viel Bausparer habe ich, löst die mal alle genau, auf. Ich brauche einen Kredit. Ihr werdet ja wohl meine Reise finanzieren, oder? Nee, das eher weniger. Aber ich habe tatsächlich mein ganzes Geld zusammengekratzt und habe gemerkt, ich habe knapp 3.500 Euro. Und damals geplant für ein Jahr. Ich meine, typisch deutsch, man will ja alles planen. Und, 3.500 Euro für ein Jahr. Ja, also das ging eigentlich gar nicht. Und damals war meine Idee, okay, mein Masterplan, ich bin für ein Jahr unterwegs, sprich 365 Tage, pro Tag ungefähr 25 Euro. Ich meine, ich hatte absolut keine Ahnung, aber 365 mal 25 ergibt 9.000 Euro. Das heißt, mir haben noch 5.500 gefehlt. Und tatsächlich habe ich mich dann damals dafür entschieden zu sagen, ich bin der Einzige, der dafür verantwortlich ist, meinen Traum zu leben. Also habe ich halt mir abends nach meinem normalen Job, habe mich in eine Kluft geschmissen, um ins Café Schönbrunn nach Würzburg zu gehen, um dort als Barkeeper zu arbeiten. Mhm. Und das 3-4 Mal die Woche bis früh um 2 Uhr. Und klar, das schlaucht, aber das Schöne ist, du arbeitest ja für deinen Traum. Ja, und du hast gerade auch wirklich was ganz Gutes natürlich auch gesagt. Natürlich muss man auch etwas geben, man muss etwas tun, um wirklich dann auch in die Gänge zu kommen. Und dann waren es vielleicht auch die 9.000 Euro, die dir Sicherheit gegeben haben, ob du sie gebraucht hättest oder nicht. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir, weil jetzt in Deutschland das Urselwetter ja zurückgekehrt ist, Ihnen ein paar schöne Eindrücke natürlich auch bringen. Eindrücke, über die wir gleich noch weiter reden wollen. Lehnen Sie sich jetzt mal zurück und genießen Sie, wenn Sie länger nicht mal im Urlaub gewesen sein sollten, wirklich diese Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen. Und ich glaube, du hast noch einiges zu erzählen. Viel Spaß. Kontinente bereist. Wahrscheinlich werde ich dir jetzt eine Frage stellen, die dir jeder stellt. Welches war das schönste Land? Welches war das schönste Erlebnis? Gab es sowas überhaupt? Tatsächlich wurde ich die Frage, also wurde mir schon öfters gestellt und ich muss dir auch die Antwort geben, die ich immer gebe. Für mich gibt es kein Lieblingsland, weil ich das nicht am Land ausmache, sondern
an den Menschen, die man dort trifft, an den Erfahrungen, die man dort erlebt. Und wenn ich es kategorisieren müsste, dann würde ich sagen, für mich persönlich das beste Essen in Mexiko, in Thailand und Indien, die besten Strände auf den Fidschis, Philippinen und Sansibar, die schönste Natur in Kanada, Bolivien, Peru, Argentinien ist aber auch schön und Vietnam, beste Lifestyle für mich in Australien und den besten Spaß in den USA. Also tatsächlich, es gibt kein wirkliches Lieblingsland für mich. Was man aber sagen muss, und ich finde, das kann man bei dir schon sehr gut erkennen. Ich meine, du bist ein guter Typ, Nick, du bist sympathisch, du strahlst sehr viel Empathie aus und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Hauptlos, was man auf solchen Reisen braucht, denn es geht ja auch um Empathie, es geht um Annehmen, es geht auch um Gastfreundschaft. Ob das ein ganz, ganz großer Pluspunkt bei dir war, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Sie können sich jetzt auf jeden Fall freuen, denn wenn die Bilder Sie schon angeregt haben, dann gibt es natürlich auch die Geschichten, die noch mehr anregen. Geschichten, die teilweise lustig sind, Geschichten, die teilweise spannend sind, die auch manchmal skurril oder auch lebensbedrohlich gewesen sind. Nick Martin hat das Ganze, seine 6 Jahre zusammengefasst in einem wunderbaren Buch und er sagt selber, es sind wohl die geilsten Lücken im Lebenslauf, die ich jetzt hier zusammengeschrieben habe. Und dieses wunderbare Buch, das können Sie heute gewinnen. Die geilste Lücke im Lebenslauf, 6 Jahre Weltreisen von und mit Nick Martin. Und das ist nicht das Einzige, was wir verlosen heute, sondern es geht ja manchmal um Wünsche, auch um Ihre Seelenwünsche. Und Theodora Contodimo, die ist ja heute im Studio und die hat mal wieder eine schöne Essenz mit in dieses Paket dazugelegt. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte gerne auf Reisen gehen, aber ich brauche noch ein bisschen Unterstützung, dann bekommen Sie hier dieses wunderbare Spray von Theodora Contodimo. Und Sie sehen ja die Telefonnummer unten. Ach nee, erst sehen Sie die Telefonnummer. Ich glaube, das ist auch sinnvoller, die untere andere Telefonnummer, zu der sage ich gleich noch ein paar Worte. Wir wollen aber erstmal von Ihnen natürlich eine Frage beantwortet wissen, nämlich der Nick Martin, der Abenteurer und Globetrotter oder ist er doch eher der Buchhalter und Steuerberater? Unter den eingeblendeten Telefonnummern bis 15 Uhr ist der Anruf Beantworter geschaltet, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es auch etwas teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein. Sie können alles noch mal nachlesen unter www.astrotv.de. Das ist die Nummer für unseren Anrufbeantworter. Das ist die Nummer für unsere Verlosung. Und es gibt eine neue Telefonnummer. Denn, und das wissen ja vor allem auch unsere Astro-TV-Berater, manchmal ist es wichtig, schnelle Hilfe zu bekommen, vielleicht auch schnell eine Motivation zu bekommen. Und deswegen gibt es ein neues Angebot hier bei Leichter Leben. Für diejenigen, die sich wundern, dass zwischen 14 und 15 Uhr niemand von euch zu erreichen ist, Sie können jetzt auch jemanden erreichen, einen unserer Questico-Berater unter der eingeblendeten Telefonnummer. Das heißt, die Soforthilfe, ein Berater Ihrer Wahl, Sie müssen sich nicht anmelden, Sie können direkt ins Gespräch gehen, also quasi die Notfallnummer für jeden Augenblick. Das ist richtig. Jessica Schweinsberg-Klare ist heute zu Gast, eine Frau, die sich ja ständig irgendwie verändert, nicht nur optisch, sondern mittlerweile hast du dir auch einen Gefallen draus gemacht, deinen Namen zu ändern, ja? Ja, ich hab's gewagt. Du hast es gewagt, verheiratet. Ja. Dabei ist doch heute eigentlich der Tag zu heiraten, der 9.9.2019. Nein. Heute kriegst du auf keinem Standesamt wohl angeblich mehr Termine, weil alle sich dieses Datum ausgesucht haben, um es nicht zu vergessen. Ja, das ist richtig. Aber ich muss sagen, ich habe einen wunderbaren Mann geheiratet, der sich auch tatsächlich an alle Daten erinnert. Und wir haben dieses Datum gewählt, erstmal wegen dem Geburtstag seines verstorbenen Papas, weil er da immer noch sehr dran hängt. Und eben auch wegen der Sternschnuppennächte, dass wir noch so eine extra Portion Glück für unsere Ehe bekommen. Das heißt, wann war denn die Heirat? Am 23. August. Am 23. August. Da kann man ja im Nachhinein noch sehr, oder kann man im Nachhinein noch gratulieren. Du grinst auch wie ein Honigkuchenpferd. Das heißt, eine richtige Entscheidung, die du da getroffen hast, ja? Ja, das war sie. Erzähl mal, dein Mann, wer hat den Antrag gemacht? Er, auf einer Party, nach einem Streit, hat er mir tatsächlich den Antrag gemacht. Also jetzt nicht so richtig romantisch oder schon so ein bisschen was aus der Streitsituation rausgeholt? Er ist kein Romantiker, nicht wirklich. Aber wir waren wirklich im Streit, wir hatten eine Krise, wir waren auf einer Party. Und ich habe mich dann irgendwann überwunden, bin dann doch zu ihm gegangen. Und dann kam dieses Thema Hochzeit, ich will dich gerne heiraten. Und das eben am besten so schnell wie möglich. Und so ging die Planung los. Das heißt, wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Antrag und der Hochzeit? 4 Monate.
Sportlich. Das waren 4 Monate. Sportlich. Wie sah denn die Hochzeit aus? Also war es etwas im kleineren Kreis, was man auch in 4 Monaten irgendwie organisieren konnte? Oder war es eine Prinzessinnenhochzeit? Es war eine, für uns die beste Hochzeit des Lebens, muss man sagen. Also wir waren wenig vorbereitet. Wir hatten Blumen, wir hatten aber wunderbare Freunde, einen Top-Fotografen im Übrigen. Wir hatten ein tolles Restaurant, wir hatten uns alles so zurechtgelegt. Aber wir hatten Freunde, die uns unterstützt haben. Wir wurden morgens abgeholt, wir wurden begleitet. Es war den ganzen Tag jemand für uns da aus unserem Freundeskreis. Aber man kann nicht sagen, es war die klassische Hochzeit in Weiß. Mhm. Wir haben sie so gefeiert, wie das wir es eben wollten. Jetzt sagt man ja immer, es sollte der schönste Tag im Leben einer jeden Frau sein. War es dein schönster Tag? Es war der schönste Tag meines Lebens, ja. Ja? Ja. Das ist aber toll, oder? Wenn man das dann wirklich sagen kann, auch ohne Stress und einfach ein bisschen gechillt, ja? Wir hatten keinen Stress, überhaupt nicht. Es war alles ganz locker, ganz entspannt. Wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Es war ganz toll. Wie verändert sich das Leben nach so einer Heirat? Kann man das sagen? Wir sind wesentlich mehr zusammengewachsen, das kann man sagen. Wir sind uns viel näher als davor. Also es hat einen positiven Effekt gehabt, definitiv. Wolltest du immer heiraten oder hast du schon auch auf den Richtigen gewartet? Ich bin eher der Typ, ich lege mich nicht gerne fest. Ich bin auch viel umgezogen in meinem Leben, habe viel erlebt. Ich bin nicht so der Festlegetyp. Also nein, eigentlich nicht. Aber er ist einfach der Richtige. Aber das ist doch toll, wenn man das über seine Partnerschaft sagen kann. Man hat alles richtig gemacht. Ja. Schweinsberg Klare, der neue Name. Da hat sich der eine oder andere wahrscheinlich schon gedacht, was passiert ist. Jetzt haben wir es ja gehört. Ich gratuliere an dieser Stelle natürlich nochmal ganz herzlich. Du hast auch noch ein zweites Thema mitgebracht. Und da geht es um Wohnen, da geht es um Räumlichkeiten. Mhm. Denn heute in Berlin ist es schon echt schwer gewesen, aus dem Bett zu kommen, denn es ist Regen, es ist kalt, es ist dunkel, es macht keinen Spaß. Du hast aber gesagt, du hast etwas, was man gegen diesen Herbstblues machen kann und Feng Shui hilft uns dabei. Was es ist, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten mit Jessica Schweinsberg. Jetzt wollen wir aber erstmal Richtung Nachthimmel gucken, denn Sie wissen ja, auch der Mond hat eine große Bedeutung auf unser Leben und was diese Woche so angesagt ist, das zeigt uns wie immer das Mondhoroskop. So, jetzt haben wir einen Weltenbummler zu Gast, der noch nie in Griechenland war. Also er war schon in Griechenland im Urlaub, aber nicht in diesen 6 Jahren. Hast richtig gemacht, der war im Urlaub. Ah, genau, stimmt. Griechenland ist ein schönes Urlaubsland. Damit, das wolltest du damit sagen, oder? Wobei du ja Griechenland nie mit Urlaub verbindest, Theodora, das muss man ja sagen. Für dich bedeutet Griechenland immer Arbeit. Ja, also ich habe mir echt Gedanken gemacht, ob ich meinen Urlaub woanders hin verlege. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Klug, Also, haben wir auch gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich tue es jetzt trotzdem, weil wir jetzt auch gerade ein bisschen privater mit Jessica und ihren Mann geredet haben. Dein Mann war manchmal schon auch ein bisschen genervt von der Urlaubszeit mit dir. Ja, von dieser Urlaubszeit war er wirklich genervt. Er hat mich tatsächlich in einem Tag sitzen lassen und ist eben runter in die Cafeteria. Gott sei Dank ist die direkt unterm Haus, sonst wäre ich stinkig.
weil ich mich wieder verlaufen habe in die Arbeit, die neuen Produkte eben geplant und da noch gesucht, Erzengelfrequenzen zusammen und mein Händler wartete. Wir waren hier in der neuen Produktplanung für Weihnachten jetzt. Ja. Hm. Und da war mein Mann ein bisschen genervt. Ja, das kann ich aber auch verstehen, denn er wollte natürlich auch ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Ja, vielleicht wegen kann, mir auch, weil ich ja nicht ja, vielleicht kein schlechter mache. Plan. Du solltest nicht nach Griechenland, um Urlaub zu machen, sondern in ein anderes Land reisen. Ja. Und Griechenland ist Arbeitsweg. Das denn haben wir gesagt. Du kommst natürlich auch jedes Mal, wenn du in Griechenland bist, mit neuen Dingen wieder zurück nach Deutschland, die man auch im Shop natürlich findet. Zwischen 11 und 13 Uhr bist du morgen auch wieder zu sehen. Hast du da auch wieder Neues mitgebracht? Ja, also wir sind jetzt noch in der Produktionsphase. Ein paar neue Dinge habe ich, aber die ganz neuen, denke ich mal, ab Oktober. Also ich habe ganz viele neue Dinge und klar, ich bin richtig außer Rand und Band. Noch nie da gewesen. Die Dinge, die verraten wir noch nicht. Aber ich freue mich richtig drauf. Also da wird mächtig noch was los sein. Genau, du bringst ja auch viele, viele Eindrücke, viele Dinge aus eben auch einer etwas anderen Kultur hier nach Deutschland. Ja. Einer Kultur, die der Spiritualität ja auch eigentlich ein bisschen offener zugeneigt ist, als wir Deutschen das sind. Wobei, ein Wandel ist ja schon auch zu spüren, oder? Ja, denke ich, überall. Es ist das Wichtigste, dass ich Alltagsrituale aus Griechenland, die für mich plausibel und einleuchtend sind, gerne hier teile, auch in Deutschland, weil ich sehe, dass das was bringt, so wie eben die Frequenzen, die Fremdangriffe und solche Strukturen, die uns immer beschweren, Wünsche sabotieren. Das alles, da gibt es so gute Hilfsmittel und Tricks, dass wir uns befreien und uns wirklich unsere Wünsche auch auf Erden erfüllen können. Genau, es geht um Unterstützung, es geht vielleicht um Mutmacher. Das seid ihr auf der einen Seite als Berater. Auf der anderen Seite gibt es eben so viele Menschen, die unterschiedlich Mut machen. Also ich finde auch, was Nick heute so erzählt hat, der Menschen Mut machen möchte, wirklich auch über Grenzen zu gehen, sich Dinge zu trauen, Wünsche zu erfüllen. Das ist ja toll, wenn wir da viele Eindrücke von anderen Persönlichkeiten gewinnen dürfen. Ich bewundere Nick ja so. Also unser Wunsch war es auch, meines Mannes und meiner, so also wirklich Auto packen, weg und ein Jahr lang unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob ein Jahr reicht, aber das wäre auch so ein Ziel von uns. Und die Frage hast du Gott sei Dank gestellt, wie finanziert man so etwas? Tatsächlich, ich kann so viele Dinge, ja. Ich habe gelernt Friseur, ich bin Buchhalterin, ich kann kellnern, ich kann kochen, ich kann so vieles, Handarbeit, ich kann nähen, ich kann so viele Dinge. Ich würde nie verhungern, wenn ich mal wirklich mir erlaube, ein Jahr nicht zu arbeiten, der weg Nick sein. Hat aber unter anderem auch als Stripper gearbeitet. Yeah, Nick. Ich meine, bei dem kann man sich das schon, oder? Also das glaubt man auch. Wollte jetzt nicht sagen, kannst du das auch, Theodora? Na, ich kann gut tanzen, ich kann mich sehr gut bewegen auf Hip-Hop und alles, das kann ich. Ja, ich glaube, man muss einfach wirklich sich nur an Dinge trauen. Ne? Ja, und wie du stell mir dann vor Tag ein Bikini. Wurscht. Genau, Theodora, wunderbar, in einer ganz so neuen Rolle oder so. Aber du hast natürlich heute auch etwas mitgebracht und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen manchmal eben Mut macht. Das sind so die Motivatoren im täglichen Wahnsinn. Also wenn man Sachen dann plötzlich wieder vergisst, weil ich glaube, wenn man uns jetzt zuhört, wenn man euch zuhört, ja, dann schafft man oder dann hat man das Gefühl, Berge zu versetzen. Ja. Aber irgendwann ist man halt wieder in diesem Alltagstrott und dann ist es ganz gut, wenn man ein kleines Hilfsmittel hat, das einen wieder daran erinnert. Definitiv, denn der Alltagstrott überfällt uns alle und das passiert alles hier drin. Wünsche erfüllen, Wünsche blockieren, Alltagstrott, alles hier im Kopf und dieses Gedankenkarussell wollen wir auflösen, diese Blockaden auflösen, damit wir alle verinnerlichen, wir können wirklich vieles bewegen hier auf Erden. Und da ist die Frage, welche Motivation habe ich, welche Blockaden sind aufzulösen, was sind meine Beweggründe? Und hier kommen wir auf diesen Seelenwunsch erfüllen, auf diesen Aspekt. Und das ist uns möglich, wenn wir uns erlauben zu erkennen, warum wir uns begrenzen. Denn oftmals sind das alte Schuldgefühle, alte Gewissenskonflikte, weil wir so erzogen wurden vielleicht, das hast du nicht verdient oder hast du was dafür getan, dass du das kriegst, macht man nicht. All das auflösen mit der Bewusstseinsveränderung, mit dem Umdenken, Umstrukturieren im Kopf und im Lichtkörper natürlich auch sehr viele Blockaden auflösen. Und das hilft uns, um unsere Seelenwünsche zu erfüllen. Der größte Tipp für uns alle, ich schließe mich da auch immer mit ein,
uns zugestehen, dass wir das machen dürfen. Mal uns ein bisschen zurücknehmen, rausnehmen von der Verpflichtung, von der Pflicht, von allem, was wir uns so aufheißen im Alltag. Ja? Denn wir bauen uns immer selbst zu. Ich auch, ich nehme mich immer mit dazu. Mein Mann in der Finger, mir gegenüber. Sag nur, dein immer. Urlaub, weißt du? Ja, und ich bin guter Dinge. Ich fliege zum Beispiel jetzt im Oktober nach Griechenland, direkt nach dem Shop, ein bisschen 2 Tage im Büro und dann fliege ich nach Griechenland und da mache ich Urlaub. Da habe ich wirklich gesagt, ich mache Urlaub. Um mich auszudrücken. Ja, sie grinst schon. Ja, so wird der Mann wahrscheinlich auch grinsen. Ich mache Urlaub mit Handschellen, dass ich nichts arbeite. Ich meine, du bist ja auch jemand, die spontan ist, die ja auch Dinge wirklich angeht, die das Ganze auch vorlebt. Und manchmal ist es einfach so, wir nehmen manchmal das Leben zu ernst und vergessen diese Leichtigkeit. Ja. Und dabei ist es doch so schön, sich auf neue Dinge auch einzulassen. Wir reden gleich natürlich weiter auch über deine Arbeit, über die Dinge, die noch kommen werden. Und wir haben heute ja etwas Schönes, da geht es nämlich um die Seelenwünsche, über die wir gerade gesprochen haben und um den kleinen Motivator, der ist ja heute in unserem schönen Verlosungspaket dabei, da geht es nämlich um ein Buch, das Ihnen natürlich auch Lust machen soll, Lust auf, vielleicht auch mal in die Ferne zu schweben und wenn Sie ja Ihre Seelenwünsche erfüllen wollen, dann ist noch die Zugabe von Theodora Contodimo mit dabei. Die Frage, die können Sie beantworten auf unseren Anrufbeantworter unter den bekannten Telefonnummern. Sie wissen ja immer, bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre sollten Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Und die Frage, die heute gestellt wird, ist: Der Nick Martin eigentlich ein Abenteurer und Globetrotter oder ein Buchhalter und Steuerberater? Ich kann Ihnen da leider Gottes auch nicht weiterhelfen. Kurzes Päuschen. Er sieht aus wie ein Steuerberater, genau. Ja, das ist ein bisschen verwirrend gerade. Gabriele Jasetta, die Schmuckdesignerin, fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-jasetta.com oder telefonisch unter 0800 07100014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Jasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Es geht heute auch wieder um Mut machen, neue Wege zu gehen. Einen sehr langen Weg ist Nick Martin gegangen, 6 Jahre als Weltenbummler unterwegs gewesen. Ich glaube, dass es natürlich auch so eine Typsache ist. Und vom Typ her, das haben wir vorhin auch schon in dem Film gesehen. Wir werden auch noch ein paar Fotos von dir zu sehen bekommen. Bist du natürlich schon auch so ein Weltenbummler. Also du siehst schon dementsprechend aus. Außerdem hast du eine unglaublich offene Art, mit Menschen umzugehen. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich auch auf Reisen. Das hilft definitiv. Allerdings muss ich sagen, ich war nicht immer so. Also ich meine, klar, ich bin jetzt der introvertierteste Mensch auf diesem Planeten, aber tatsächlich durch meine Reiseerfahrung, ich meine, früher hatte ich jetzt auch keine langen Haare, da habe ich so diesen typischen Deutsch-Haar-Kurzschnitt gehabt und wenn mich Leute oder wenn das alte Bild jemand sieht, würden die mich nicht mehr erkennen. Dann denken die, das ist doch der Steuerberater von mir, oder? Tatsächlich, mit Anzug und in meinem alten Beruf, tatsächlich. Na, aber es hat unwahrscheinlich viel damit zu tun, welche Erfahrungen man auf Weltreisen macht. Und man reift ja auch selber mit den gemachten Erfahrungen. Und ich habe es vorhin angesprochen, diese ganzen negativen Erfahrungen, die man auf Reisen erleben kann, es ist ja kein Muss, da steckt man ja nie drin. Aber letztendlich habe ich für mich herausgefunden, ich ziehe immer das Positive aus jeder Situation raus. Mhm. Das ist eine Einstellungssache. Es ist definitiv eine Einstellungssache. Aber natürlich gab es Situationen. Ich meine, du hast vorhin gesagt, angeschossen bist du worden. Wie ist sowas passiert? Ich habe Volleyball gespielt auf den Fidschis. Also tatsächlich, die Geschichte, ich erzähle es immer auf der Show, das dauert eine halbe Stunde. Aber tatsächlich, Fidschiane lieben es, Volleyball zu spielen. Und ich hatte dann so eine Stranddusche und dann höre ich auf einmal nur, wie jemand meinen Namen schreit. Und ich mache meine Augen auf und ich haare nach hinten. Ich so, was ist los? Ich habe meinen Namen gehört. Ja, und da war so ein Fidschianer vor mir gestanden, 2 Meter entfernt. Und hat eine geladene Harpune auf mich gerichtet. Und hat dann halt aus Versehen abgedrückt und ich nur so, oh shit. Und in dem Moment habe ich halt nur noch gespürt, so, und ich hatte den Speer durch meinen Daumen in meiner Brust stecken.
Also wirklich aus Versehen, ja? Also die ist einfach wirklich aus Versehen losgegangen? Er hat mich absichtlich anvisiert. Er wollte einfach nur ein bisschen Spaß machen. Wahrscheinlich hat halt nicht gelernt, wie wir das lernen. Sie, ne? Niemals mit einer geladenen Waffe auf eine Person zielen, aber nee, es war unabsichtlich. Ausgeraubt bist du auch worden. Also es gab schon auch heikle Situationen, wo man vielleicht auch irgendwann mal die Schnauze voll hat? Jein. Also es gibt, wenn man irgendwas Negatives erlebt, dann ist es immer so, warum ist mir das passiert? Also man fragt sich dann natürlich auch. Aber wenn man da so ein bisschen Zeit dann einfach mal so ein bisschen lässt und dann einfach mal danach noch mal drüber nachdenkt, dann ergibt es auch mehr oder weniger einen Sinn. Als ich damals in Vietnam ausgeraubt wurde, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nicht so motiviert zurück nach Australien gegangen und habe mir dann innerhalb von drei Wochen 5 Jobs besorgt und habe halt irgendwie 16 Stunden am Tag für 7 Tage die Woche für 3 Monate gearbeitet. Also für mich war das was Gutes, dass ich ausgeraubt worden bin. Nämlich sonst hätte ich nie die Motivation gehabt für mich selber, meine Reisen weiterhin zu finanzieren, als ich in Australien gearbeitet habe. Du sagst selber, also man verändert sich natürlich. In 6 Jahren verändert man sich, wenn man Glück hat, auch in Deutschland. Oder wenn man zu Hause geblieben wäre, weil man vielleicht reift, weil man erwachsener wird. Aber auf solchen Reisen, in solchen Extremsituationen, da hat man wahrscheinlich schon auch Begegnungen. Und ich meine, du bist hier bei Astro TV, einem spirituellen Sender. Wahrscheinlich schon auch Begegnungen, über die man vor 6 Jahren noch ein bisschen gelächelt hätte und plötzlich denkt, wow, krass. Tatsächlich, also es gibt Momente auf meinen Weltreisen, bezogen auf andere Personen, also Charaktere, die ich kennengelernt habe, wo ich früher in meinem alten Job das vielleicht ein bisschen belächelt hätte, aber wenn man sich dann einfach mal wirklich, im Englischen gibt es dieses Embrace the Unknown, also einfach mal offen gegenüber der Person sich verhält, ohne gleich zu verurteilen, in irgendeine Schublade steckt, bekommst du von denen manchmal, ob das jetzt nur ein Satz ist oder vielleicht eine ganze Geschichte, auch ich meine, die sind aus anderen sozialen Hintergründen oder auch religiös oder sonst was und du bist einfach viel offener und was die dir auf deinen persönlichen Lebensweg mitgeben, hat unvorstellbaren Wert. Du hast Fotos ja auch mitgebracht. Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen drauf blicken, denn da sieht man dich natürlich auch mit Menschen vor Ort, das heißt mit den Einheimischen, mit Menschen, auf die du dich auch eingelassen hast. Das heißt, deine Reisen sind ja nicht zu vergleichen mit einer Urlaubsreise. Das heißt, wir gehen in irgendein 3- bis 5-Sterne-Hotel und entspannen Pizza einfach. Und Schnitzel genau. Und machen All-Inclusive, sondern bei dir sahen die Reisen natürlich schon auch anders aus. Das heißt, haben wir da die Bilder mal kurz zum Angucken da? Und man sieht auch, wo du überall warst. Ne? Genau. Also es ist jetzt nicht immer nur das karibische türkise Meer, auch wenn wir es gleich sehen werden. Nee, definitiv nicht. Also es ist echt ein bunter Vielfalt, wenn man mal die Möglichkeit hat, die Welt zu bereisen, um da aus ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten die Welt zu sehen. Wie hier zum Beispiel in Vietnam, als ich mir ein Motorrad gekauft habe. Das war einer der geilsten, aber auch der dümmsten Ideen, weil ich kein Motorrad fahren konnte. Und ich habe mir das in Vietnam selber beigebracht, was jetzt die schlauste Idee ist. Ja. Aber ich habe es überlebt. Ja. Gott sei Dank. Hier haben wir natürlich die geilste Lücke im Lebenslauf. Wir reden später noch über deine neue Tournee, die noch kommen wird. Du hast über den Hurricane auch geredet. Ist es mit dem Boot passiert? Das war tatsächlich auf diesem Katamaran, richtig. Das ist jetzt ein anderes Bild. Das war damals im Amazonas, als ich nach Iquitos auf ein Schiff gefahren bin. Also 2,5 Tage braucht man, um in diese isolierteste Stadt der Welt zu kommen, Iquitos, im Dschungel. Und das war auch ein Erlebnis für 2,5 Tage in der Hängematte zu übernachten, unter freiem Himmel. Und einfach mal so diesen Amazonas, wenn nachts oder wenn abends die Sonne untergeht und dann hier mitten im Amazonas auf kleiner Kundschaftstour geht. Da habe ich noch gegrinst, bis ich dann 2 Minuten später gemerkt habe, shit, das Boot läuft voller Wasser. Und 2 Minuten nach dem Bild sind wir fast gekentert. Mhm. Aber es sind die Erfahrungen. Und es ist genau, also auch du hast es... Mach das mal ganz schnell weg. Ja, das ist dein Zimmernachbar, wenn du im Dschungel übernachtest, was so unter deinem Bett kreucht und fleucht. Im Ernst, ja? In welchem Land war das? Das war auch Peru. Also wenn man jetzt hier in Machu Picchu, da sind wir noch in Peru. Aber ich meine, klar, da gibt es ein Machu Picchu, was total schön ist, wo jeder haben will. Aber ja, dann gibt es halt auch Spinnen oder Moskitos oder sonst was. Also es hat immer so Gesetz der Polarität, nenne ich es immer. Aber es sind natürlich auch Ängste wahrscheinlich, die auftreten, die man aber durch die Menschen auch ganz oft verliert.
installiert. Ich meine, das ist natürlich jetzt hier so ein klassisches Bild, wie man sich so einen Weltenbummler vorstellt, aber das hast du natürlich nicht die ganze Zeit gemacht. Das heißt, du bist nicht nur mit dem Surfbrett irgendwo unterm Arm irgendwie in den Tag gestartet. Nein, definitiv nicht. Also ich habe es wirklich genossen. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber so in diesen Tag reinzuleben. Aber dann auch wirklich die Abenteuer einfach geschehen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, jeden Tag früh um 5 Uhr aufstehen, in die Wellen zu hüpfen und hier vor wunderschöner Kulisse irgendwie nur mit dem Bacardi-Jingle Mojito trinken, am Strand tanzen. Das ist Reisen. Ich reise es wirklich. Ich meine, ich sage immer, wenn du wirklich eine Langzeitreise machst und du machst es des Reisens willen, dann sind am Anfang die Erfahrungen immer eher negativ. Da bist du in irgendeinem kleinen Bus eingesperrt und neben dir sitzt irgendwie eine Frau, die zweimal so korpulent ist wie du und ihre 5 Kinder noch auf dem Schoß hat und dazu noch die Hühner und die Ziegen mit reinnimmt. Und dann fährst du da 8 Stunden durch den Dschungel. Das ist aber normal und das ist... Also mir zaubert es immer persönlich ein riesengroßes Grinsen im Gesicht, auch mal solche Erfahrungen zu sammeln. Und wir haben gerade ja auch so Bilder gesehen, das heißt, es sind auch Reisen in gewisse Städte, die du dir angeguckt hast. Also jetzt eben nicht immer nur das Sommersonne-Bacardi-Feeling, sondern du wolltest natürlich schon auch Länder, Städte, absolut, Menschen kennenlernen. Absolut. Was sehen wir jetzt hier? Das ist tatsächlich in Mumbai an der Queen Victoria Station gewesen. Da wollte ich eigentlich nur ein Video machen, also so eine Art Timelapse, wo man sich halt eine Viertelstunde einfach ruhig hinstellt und Fotos macht. Aber die Inder waren sehr neugierig und dann kamen sie halt an und sagen, hello, what are you doing? Und dann kam halt nicht nur einer und zwei, sondern nach 2 Minuten hat es ungefähr so ausgeschaut. Ja, ja, das Lustige ist ja, ich war da auch und das Lustige ist ja wirklich, dass du plötzlich irgendwie umringt wirst und alle wollen Fotos mit dir machen. Und du denkst am Anfang, die fragen dich, ob du ein Foto haben möchtest, also ob man dich fotografieren soll. Aber auf einmal bist du umringt. Bist du mittendrin. Mittendrin und alle wollen, ich weiß nicht, auf wie viele Fotos ich da in Mumbai gelandet bin. Das stimmt, aber ich muss sagen, genau solche Situationen. Da kam danach einer zu mir her und hat gesagt, you little troublemaker. Und danach hat er mich wirklich eingeladen, auf seinem Motorrad nachts durch Mumbai zu fahren. Und sowas wäre halt auch nicht passiert, wenn jetzt ich so eine Situation nicht gehabt hätte, wo mich der Polizist des Platzes verwiesen hat. Man ist natürlich manchmal, wenn man in so fremde Länder dann geht, oftmals auch wirklich panisch, ängstlich. Man weiß nicht, wie man damit umzugehen hat. Mhm, das ist halt die Angst vor diesem Unbekannten. Genau. Du möchtest aber aufklären und darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten, denn du gehst jetzt auf eine Tournee 2019 startest du. Du nimmst die Menschen mit, du nimmst die Menschen wirklich auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise als Speaker mit. Du möchtest ihnen Ängste nehmen, sich wirklich an Dinge auch mal ranzutrauen, wo du überall auftreten wirst, wie du dich jetzt gerade hier auch in Berlin wieder zurechtfindest. Wobei, du kommst aus Würzburg, also ist ja im Endeffekt auch eine Weltenbummlerstadt. Also Berlin passt ja auch ganz gut. Ja, definitiv. Ne? Also ich fühle mich hier eigentlich immer echt richtig wohl. Muss man ja auch mal kennenlernen. Jetzt geht es darum, dass man natürlich auf Reisen auch tiefenentspannt finden kann, wenn man nicht Theodora Contodimo heißt. Auch in die Ruhe findet. Wenn Sie diese Ruhe benötigen, dann gibt es natürlich auch den liebenswerten Jens Garling. Und der führt Sie auch mit in die Meditation. Wie er das macht, sagt er selbst. Gibt es etwas, was du besonders gerne machst? Was bedeutet Familie für dich? Was gefällt dir denn an deinem Beruf? Weißt du schon, was Spiritualität für dich überhaupt bedeutet? Welche Eigenschaften gehören zu einer Familie? Was ist dir in einer Partnerschaft besonders wichtig? Lust, dein besseres Leben zu leben, die Veränderung wirklich zu spüren? Dann nimm teil am innovativen Love for Life Workshop in unserer Astro TV App. 6 Wochen vollgepackt mit täglichen Liebesimpulsen und Werkzeugen, um dein Leben nachhaltig positiv zu verändern. Erfahre jetzt mehr unter lp.astrotv.de/loveforlife und starte durch in dein neues Leben. Manchmal erstaunen mich ja auch die Lebensberater ein klein wenig. Jessica Schweinsberg-Klare, die erstaunt mich heute, denn du hast dir ein Thema ausgesucht, was ich gar nicht wusste, dass du Feng Shui-mäßig auch jemand bist, die sich mit dieser alten, traditionellen Weisheit auseinandersetzt. Ja, doch, das mache ich eigentlich schon seit Anbeginn. Ich hatte ganz am Anfang mal tibetische Astrologie dabei und so bin ich auf den Feng Shui-Weg gekommen, dass man
einfach auch ganz viel für sich zu Hause auch verändern kann, aus dem Leben rausholen kann. Und gerade jetzt, wo es dunkler wird, es wird Herbst, es ist einfach eine Zeit, wo wir auch zu Depressionen neigen. Gerade wir nähern uns Weihnachten, Silvester, große Feiertage. Und da kann man ganz viel bei sich zu Hause schon verändern, dass es einfach besser und angenehmer wird und dass dieser Herbstblues einfach verschwindet. Was ist denn so ein Feng Shui-Trick, den wir alle zu Hause jetzt nachmachen könnten? Also der beste Trick ist eigentlich viele grüne Pflanzen. Keine Blumen, keine Schnittblumen, sondern wirklich Topfpflanzen, ganz grün, immer grün, das ist das Beste. Also das eigentlich dann auch sowas wie Basilikum, also so Kräutergarten? Genau, genau. Ja. All das ist zum Beispiel auch gut gegen Elektrosmog. Es vertreibt negative Energien auch aus dem Haushalt. Und was wir eben auch machen können, ist, uns wirklich von Altem zu trennen. Das heißt, alte Klamotten, Bücher, Möbel, die kaputt sind, wo wir vielleicht aber immer noch dran hängen, raus damit. Also wirklich auch entmüllen den ganzen Haushalt. Feng Shui ist ja auch ein Ordnungssystem. Also natürlich. Auch da kann man wirklich Klarheit wieder auch in die eigenen vier Wände bringen. Und es ist nicht immer nur der Frühjahrsputz. Also letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich mit Stefanie Kralewski genau auch über dieses Thema geredet, dass auch so ein Herbstputz mal wirklich richtig gut tut, um mal wieder durchatmen zu können. Genau. Ja? Wir sind ja im Sommer super viel unterwegs, wir besuchen Geschäfte, wir gehen shoppen und überall nehmen wir so Kleinigkeiten mit, die wir im Endeffekt nicht brauchen. Mhm. Und die sollten wir im Herbst einfach auch wieder entsorgen, weil die nehmen uns die Energie. Mhm. Und in dem Moment, wo die weg sind, haben wir natürlich wieder mehr Energie, wir sind wieder mehr im Fluss. Ja, weil wieder alles irgendwie durchlüften kann, auch wenn wir die Fenster nicht mehr ganz so sehr aufmachen können. Genau. Noch einen Trick, also was man noch so machen kann jetzt zum Herbstblues? Orangen, Zitronendüfte in jeden Raum, das ist noch das Sinnvollste noch dazu, damit die Energie schön im Fluss bleibt, die ganze Feng Shui-Energie. Das ist noch der beste Trick. Oder schöne Orangenschalen auf den Kamin legen, dann hat man das immer ganz frisch. Und man hat natürlich auch gleich wieder so einen Rückblick quasi auf den Sommer mit der Frische, die man sich selber dann ins Haus holt. Und das finde ich ist eben auch ganz schön. Jeder ist ja selber ein bisschen verantwortlich dafür, ob man sich so einstaubt oder ob man auch mal entstaubt. Und wenn man entstaubt, ist man natürlich auch freier, dann ist man offener und dann traut man sich vielleicht auch neue Wege zu gehen, oder? Richtig, ganz genau. Und darum geht es ja, dass wir neue Wege gehen, uns was trauen, uns was erleben. Aber das können wir nicht, wenn wir uns selber blockieren. Also wirklich raus mit dem ganzen Alten, neu durchstarten und dann funktioniert das auch. Und ihr seid die Menschen und deswegen ist es immer so gut, dass es möglichst viele Berater gibt bei unserem Partner Questico, die die Menschen an die Hand nehmen, die sagen, ich helfe euch beim Entstauben, zumindest auch, wenn es um die seelische Entstaubung geht, da helfen wir. Wenn Sie sich jetzt sofort seelisch entstauben lassen wollen, ich sag's nochmal, denn das ist eine Neuerung hier bei Leichter Leben, wir haben quasi eine Notfallnummer mit ins Programm gebracht, denn viele, ja, die werden angeregt natürlich auch durch die Thematiken, durch irgendwie einen Satz, der vielleicht bei Leichter Leben gefallen ist und die brauchen gerade in dem Augenblick mal einen schnellen Ratschlag. Dann haben wir jetzt eine Soforthilfenummer für Sie eingeführt. Das heißt, die können Sie immer erreichen und das Schöne ist, Sie müssen sich nicht anmelden. Sie können sofort mit einem Berater Ihrer Wahl sprechen und das finde ich ist ganz gut. Ab 15 Uhr können Sie mit dem Beraterin, mit der Beraterin unserer Wahl sprechen, mit Jessica Schweinsberg-Klare, die übernimmt nämlich gleich hier im Anschluss. Und hast du dir heute noch was vorgenommen für die Zuschauer? Wir bieten heute Hellsicht an, das exakte Liebesdatum, na klar, damit ihr eben auch wisst, wann die große Liebe kommt, wie es hier weitergeht. Ganz genaue Zeitangaben, also die komplette Vorbereitung auf die nächste Zeit, kann man sagen. Dann freuen Sie sich drauf, ab 15 Uhr, ich entlasse dich und Sie können sich freuen, denn ab 15 Uhr ist Jessica Schweinsberg-Klare für Sie da. Ansonsten gibt es ja unsere neue Notfallnummer, aber es gibt natürlich auch viele Berater bei unserem Partner Questico, die Sie erreichen können. Ein paar zeigen wir Ihnen jetzt. Ich brauche keinen Namen, ich brauche kein Geburtsdatum, ich brauche keine Angaben. Und dann lege ich die Karten aus und sage, ja, hier ist das Thema. Es war immer schon meine Leidenschaft, Sprache und Kommunikation. Und das habe ich auch studiert. Einfach, weil ich Spaß dran habe, mit Menschen zu arbeiten und weil es mir Freude bereitet. Ich hatte immer schon die Gabe mit Tieren. Und die Tiere vermitteln ja nicht, indem sie reden, sondern über Mimik und Gestik und auch über die Seele. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt und
wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. In jedem Menschen ist die Sonne. Man muss sie nur zum Leuchten bringen. Was einst schon Sokrates erkannte, hat sich auch Rosemarie Fahle zur Herzens- und Lebensaufgabe gemacht. Mit Hilfe ihrer angeborenen Hellsicht, den Karten und ihrem umfangreichen Wissen in den Bereichen der Astrologie, der Karomanumerologie und spezieller lösungsorientierter Gesprächstechniken begleitet Rosemarie Sie auf Ihrem Weg und zeigt Ihnen zugleich, welche Potenziale in Ihnen schlummern. Lassen Sie sich von Rosemaries Herzlichkeit und Empathie überzeugen. Sie berät Sie gerne zu allen Fragen, die Sie bewegen. Die Theodora Contodemo ist im Haus und bleibt auch noch bis Donnerstag. Das heißt, die Morgenstunden zwischen 11 und 13 Uhr sind schon mal sicher mit deinen schönen Produkten. Das heißt, da kann man sich mit tollen Essenzen eindecken. Nicht nur das hast du mitgebracht, sondern vieles mehr. Lohnt sich also morgen natürlich zwischen 11 und 13 Uhr noch mal reinzugucken. Heute hast du eine Essenz für unsere Zuschauer auch mitgebracht, die auch im Repertoire von dir enthalten ist, die aber sehr gut heute auch so ein bisschen zu der Sendung passt. Ja, nämlich wirklich dieses... Ja, entstauben, weil wir wissen ja, je mehr wir haben, umso weniger Licht sehen wir ja eigentlich. Da helfen deine Lichtessenzen immer sehr, sehr gut. Und Seelenwünsche willst du den Menschen auch erfüllen? Ja, es geht wirklich um die Seelenwünsche, die uns ja zustehen, aber wir immer unbewusst blockieren. Zum Beispiel, jemand wünscht sich ein Haus, der andere wünscht sich eine glückliche Familie, der andere einen sicheren Job. Jeder hat seinen Seelenwunsch und viele denken, sowas steht mir nicht zu. Das kann nicht sein, dass ich mir ein Haus wünsche, wenn ich doch gar kein Geld habe. Was die Menschen verkennen, ist, wenn wir uns wirklich etwas wünschen, dann ist das ein Teil von uns. Dieser Wunsch gehört als erfüllt in unser Leben. Um das alles zu deblockieren, damit es in den Fluss gelangt, damit wir uns erlauben, diesen Seelenwunsch zu erfüllen, brauchen wir eine bestimmte Frequenz. Und da wir alles unbewusst natürlich blockieren in unserem Inneren, wird diese Essenz all das aufräumen, wegkehren, wegputzen, was uns begrenzt, damit wir uns endlich diesen Wunsch als erfüllt zugestehen können. Ja, und es geht auch mal wieder um Glauben. Ne? Wir glauben viel zu wenig an uns, weil wir eben immer so ein bisschen klein gehalten worden sind. Ja. Aber wie du es gerade gesagt hast, man kann sich ja ein Haus wünschen. Man kann ja davon träumen und Träume können auch wahr werden, weil je mehr wir uns solche Gedanken machen, umso näher können wir das Ziel auch greifen, weil umso mehr tun wir vielleicht auch dafür. Wir müssen unseren Wunsch visualisieren können, so wie ein Ingenieur das Haus plant, das Gebäude, und dann zeichnet er das, dann stellt er das irgendwann als fertig gebaut hin. Das dürfen wir mit unseren Wünschen ebenfalls tun. Doch wie soll ich mir etwas visualisieren, wenn ich mich begrenze? Ich kann ja nicht als Mensch mir etwas vorstellen, weil ich immer in dieser Begrenzung groß geworden bin. Man sagt mir, das hast du nicht verdient oder warst du heute ein gutes Kind. Ja, und dann kommen diese ganzen Muster in uns wieder ins Erwachen und wir durchleben schlimme Situationen. Wir können einfach nicht, denn immer wieder werfen wir uns vor, nein, das habe ich nicht verdient. Es gibt so viel Leid auf Erden und du kümmerst dich um diese Aspekte, die unwichtig sind. Ja, einen tollen Job zu haben, okay, naja, ich weiß nicht, das ist ja ein Traumjob, aber kann ich das tun? Ich muss jetzt erstmal für die nötigen sorgen, ich brauche jetzt erstmal was Festes und dann, ne, wie viele wollten Sänger werden, Tänzer oder Künstler und sagen, davon kannst du nicht leben, ja? Und dann werden diese Menschen gezwungen, einen Beruf zu erlernen, der sie unglücklich macht, nahezu krank. Und irgendwann mit 50 schulen die dann endlich um, ja? Und diese Seelenwünsche, die uns heil machen, die uns wieder heil werden lassen, diese können wir uns alle erfüllen, wenn wir nicht nur an uns glauben, sondern wenn wir erlauben, diese alten Strukturen abzulegen. Und das kann ich, wenn ich als Mensch mittendrin in diesem Geschehen bin, in diesen Blockaden, kann ich mich nicht befreien. Ich brauche Hilfe von außen. Wenn ich mich selbst nicht aufraffen kann, muss ich diese Hilfe annehmen. Und diese Frequenzen, diese unterstützen uns, diese ganzen Blockaden aufzulösen. Denkmuster, alte Verhaltensstrukturen, all das geht in die Transformation. Ja, was ja gut ist. Also wir haben so viele tolle Speaker mittlerweile, die auf der Bühne stehen und Menschen auch wirklich dieses, was wir vorhin schon gehört haben, das Mindset geben. Das heißt ein Umdenken, eine Motivation, Kräfte hervorholen und uns bewusst werden lassen, dass wir Dinge schon machen können, wenn wir wirklich uns trauen. Und ich glaube, da hilft manchmal eben auch so eine Essenz dabei,
mich immer wieder daran zu erinnern, welche Kräfte doch in mir stecken. Theodora, wie bist du denn heute noch bei Astro TV? Denn wie ich dich kenne, bist du nicht nur bei Leichter Leben heute, sondern ich bin mir sicher, wir werden dich heute im Laufe des Abends mal wieder sehen. Ich bin lernfähig, ich bin heute um 18 Uhr hier und ich habe tatsächlich, weil ich immer so viel arbeite, jetzt habe ich meist nur 2 Beratungsstunden am Tag, wenn ich hier bin, 2 Stunden Job. Und was man von mir nicht weiß, ist, dass ich auch wirklich auf der faulen Haut sitzen kann. Also ich arbeite nicht nur, ich nehme dann wirklich bewusst Zeit und lege mich auch nur hin und sage, ey, ich tue jetzt mal gar nichts. Das gibt es schon auch bei mir, ja. Aber heute, ab 18 Uhr, wird nicht... Sitze ich auf meiner Haut, aber ich werde da sein. Ja, genau. Bis Donnerstag bist du in Berlin und an dieser Stelle von mir auch nochmal der kleine Hinweis, weil ich finde, das ist auch so ein Must-Have zu haben, ist unsere Astro-TV-App, denn auf der einen Seite haben sie uns dann tagtäglich als Livestream auf dem Handy dabei, sie haben aber auch eine Programmvorschau, das bedeutet, dass sie immer genau wissen, welcher Berater wann für sie da ist, sie haben eine unter anderem Leichter Leben Mediathek. Das heißt, da können Sie alle Sendungen noch mal angucken, die Sie vielleicht verpasst haben. Und mittlerweile auch über unsere App der Meditationsweg mit Jens Garling. Auch den findet man bei der Astro TV App. Also wir sind ja auch so neu und innovativ und gehen neue Wege und so mit Apps Astro und sowas, App, oder? Die ist ja echt der Hammer. Ich dachte, das ist alles so schwer. Und jetzt sitze ich manchmal auf der Couch nachts beim Filme gucken mit meinem Mann und gucke, oh, wer ist denn jetzt dran? Und ich finde das so gut, weil man immer drin ist. Ja, und der Fernseher läuft, man kann gucken. Auf dem Weg hierher gucke ich, kriege ich heute hier einen Parkplatz oder ist der Parkplatz mit einem Berater besetzt? Ja, ich stehe dann weiß ich, Theodora ist heute da, muss ich mir irgendwo einen anderen suchen. Nein, Theodora Contodimo, auf jeden Fall ab 18 Uhr können Sie wieder ein bisschen mehr von ihr bekommen. Ich sage erstmal schönen Dank für die Lichtessenz, für die Seelenwünsche und dann können Sie sich vielleicht auch das Reisen wünschen und ins Leben ziehen, denn um Reisen geht es auch. Es geht um Nick Martin, der 6 Jahre die Welt bereist hat und der jetzt Ihnen auch Mut machen möchte, Dinge mal auszuprobieren, Dinge anzugehen und das Ganze mit seiner eigenen Tournee. Das heißt 2019, bald geht's los in vielen Städten Deutschlands, füllt er die Hallen und die Bühne mit seiner Präsenz, denn dir ist es auch wirklich wichtig, wenn du auf der Bühne stehst, Menschen auch Unterhaltung zu geben. Aber erst wollen wir von Ihnen natürlich folgende Frage nochmal beantwortet wissen, damit Sie das Buch und die schöne Essenz von Theodora bekommen. Ist der Nick Martin ein Abenteurer und Globetrotter oder ein Buchhalter und Steuerberater? Unter den bekannten Telefonnummern, wie gesagt, 50 Cent aus dem deutschen Festnetz bis 15 Uhr, ist der Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre müssen Sie sein und alles können Sie nochmal nachlesen unter www.astrotv.de. Die Tournee 2019 ist kein klassischer Reisebericht, den du da abgibst, den man sich vielleicht auch vorstellen könnte, sondern es geht dir wirklich darum, dass du als Speaker auftrittst und auch wirklich als Motivator auftrittst. Ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Wort Motivator, nämlich von dem lateinischen Motivo, das ist das Motiv, das kommt immer von innen. Ich sehe mich eher so ein bisschen als Inspirational Speaker, also Inspiration geben. Und tatsächlich, es ist kein Reisevortrag. Ich sage immer, es ist eine Mischung aus Comedy, aus verrückten Reisegeschichten, aber auch so ein bisschen verbaler Arschtritt in Sachen Inspiration. Und der dauert auch nicht irgendwie eine Stunde, sondern also im Durchschnitt 3, 3,5. Mein Rekord liegt bei 5 Stunden. Und ich laufe so im Durchschnitt, ich glaube, zwischen 7 und 11 Kilometer pro Show. Aber weil es halt einfach mein Herzensthema ist. Ich bin da echt mit Leidenschaft dabei und mir macht es so viel Spaß. Und vor allem, wenn man danach so die Menschen sieht, so am Anfang hatten die so kleine Teelichter in den Augen leuchten und danach kannst du fast mit so Laserpointer Kerzen anzünden. Und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig auf die Tour. Aber wenn man sich jetzt diese Bilder da anguckt, ich meine, die Menschen, die gehen richtig mit. Also da scheint ja schon irgendetwas stattzufinden, wo man sich denkt, was erreichst du da? Nur weil du über deine Reiseerfahrungen redest, dass Menschen aufstehen, dass es Standing Ovations gibt, dass die Menschen wirklich in so einer ganz eigenen Stimmung, und das kriegt man ja auch mit, schweben. Weil es tatsächlich so ist, dass ich bin auf der Bühne und erzähle letztendlich, wie ich als ganz normaler Typ
mir meinen Traum erfüllt habe. Und Menschen haben dann die Möglichkeit oder merken halt, ey, ganz ehrlich, der Typ, der ist nichts Besonderes, der ist genauso wie ich, das finde ich cool. Und dann klickt es halt, dann ist so diese Identifikation da. Und während ich dann halt durch meine Abenteuer oder ich sag jetzt mal durch meine Reise die anderen Menschen mitnehme, dann merken die halt auch, hey, ganz ehrlich, wenn der Typ das kann, dann kann ich das auch. Und das ergibt dann halt auch so einen Vibe und so eine Energie auf der Bühne und dann halt, ich sag jetzt mal in der Location. Und das wird... Ich freue mich einfach drauf. Das das merkt man. Man kann im Internet natürlich auch auf die Suche nach dir gehen. Travel Echo, da findet man dich. Also ich habe es eigentlich geschafft, indem ich Nick Martin eingegeben habe und Traveler. Mhm. Und dann war ich sofort auf deiner Internetseite. Und von da findet man auch sämtliche Termine, wann du wo auftreten wirst. Das heißt, du machst jetzt wirklich eine Deutschland-Tour. Tatsächlich Europa-Tour. Durch mit Österreich und Schweiz und der ganzen Republik Deutschland. Also es sind, glaube ich, 26 Shows bis Mitte Dezember und das wird feinste Sahne. Das heißt, die andere kleine Europareise, die du da angehst, du gibst natürlich Menschen wirklich auch diese Tipps, aber du möchtest eben auch etwas bewegen. Du selber, wenn ich dich jetzt so frage, wie fühlst du dich jetzt gerade hier wieder in der Heimat? Also ein Weltenbummler ist wahrscheinlich immer ein Weltenbummler, oder? Also bist du jetzt gefangen, denkst, ich muss sofort wieder los, die Welt schreit nach mir? Wenn ich jetzt das erste Mal nach einer Langzeitreise heimkommen würde, dann würde ich das wahrscheinlich exakt so fühlen. Nämlich bei mir ist es tatsächlich passiert, als ich das erste Mal wieder zu Hause war. Ich war in einer richtig krassen Reisedepression drinnen und mir ging es gar nicht gut. Aber everything happens for a reason und ich musste da auch durchgehen. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand reist und wieder heimkommt und sich ganz normal fühlt, als ob nichts gewesen wäre, der hat irgendwas falsch gemacht auf Reisen. Nämlich es ist tatsächlich auch ein bisschen eine Reise zu sich selber. Und tatsächlich jetzt, ich habe meine Homebase in Würzburg. Aber ich bin immer noch in der großen, weiten Welt zu Hause. Mhm. Wird man dich wahrscheinlich auch nicht halten können. Gibt es aber sowas wie ein Heimatgefühl für dich? Also ich finde es wahnsinnig toll, wieder mal zu Hause zu sein und mit Bekannten und Freunden und natürlich auch mit meiner Familie dann wieder abzuhängen oder mit meiner Freundin, mit der ich natürlich auch ein bisschen zusammenreise, also was heißt ein bisschen zusammenreise, einfach wieder mal zu Hause die Freunde zu sehen. Für ein paar Monate. Aber wenn es dann so in die Wintermonate geht, dann denkt man sich, ey, ist doch so einfach, irgendwie nach Südostasien zu gehen und dort einfach wieder ein bisschen, ja, so ein Abenteuer, Herzenswunsch ein bisschen auszuleben. Mhm. Jetzt hast du deine Freundin angesprochen, da muss ich natürlich nochmal nachhaken. Heißt, in diesen 6 Jahren, die du auf Reisen warst, war sie da schon da oder hast du sie irgendwo entweder auf Reisen oder später kennengelernt? Tatsächlich, die ersten 2 Jahre bin ich alleine gereist und danach habe ich sie kennengelernt durchs Reisen. Sie ist genauso eine verrückte Reisenudel wie ich. Deswegen kann ich mich glücklich schätzen, nämlich sonst würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie es funktioniert. Mhm. Und jetzt reisen wir auch super gerne zusammen. Allerdings, und das finde ich, es ist auch ein Punkt, wo ich in der Tour immer anspreche. Wir wissen, wie das Reisen, oder wir haben beide das Reisen für uns gefunden und ab und zu gehen wir immer noch getrennte Wege, wo wir einfach sagen, Nick, du fährst mit Motorrad durch Vietnam und sie reist durch Kambodscha. Also wir geben uns da auch so ein bisschen Freiraum, einfach mal für sich wieder zu reisen. Und trefft euch aber dann irgendwo in irgendeinem unterschiedlichen Kontinent. Auf jeden Fall. Auch eine Frage, die man im Weltenbummler wahrscheinlich immer wieder stellt. Gab es ein Ziel, das du bisher noch nicht geschafft hast, das aber noch unbedingt auf deiner Liste steht? Und gibt es auch ein Ziel, wo du sagst, da will ich gar nicht hin? Auf die zweite Frage, nein. Also ich würde gern so viel wie möglich sehen. Auf die erste Frage hin, man spricht ja da immer so von dieser Bucketlist, also was man eigentlich noch alles erleben oder sehen will, bevor man den Löffel abgibt. Und tatsächlich ist es so, wenn man damit einmal anfängt, so ein bisschen abzuhaken, die wird nie kürzer, die wird einfach immer nur noch länger. Also es gibt da noch so viele Dinge. Transsibirische Eisenbahn steht bei mir ganz oben. Ich würde gerne mal in die Antarktis gehen. Ich würde gerne auch mal nach Alaska oder ins Yukon-Gebiet in Kanada noch mal hochgehen. Südafrika war ich auch noch nicht. Also es gibt auch noch ein paar Plätze, wo ich noch nicht da war, aber ich habe ja noch ein paar Jährchen Zeit, um mir diese Wünsche zu erfüllen. Empfehlung für jemanden, der vielleicht wirklich auch diesen Schritt machen möchte, sich mal was trauen möchte. In welches Land, in welchen Kontinent würdest du den schicken, wenn er noch nicht so viel Erfahrung mit Reisen gemacht hat? Ich würde Südostasien empfehlen, weil einmal durch die Transportwege, die sind relativ kurz.
die sprechen einigermaßen Englisch. Also Südamerika oder Zentralamerika ist auch schön. Allerdings sollte man da vielleicht ein paar Wörter Spanisch können. Mhm. Ich konnte auch kein Spanisch am Anfang. Ich habe es auch erst gelernt auf Reisen. Aber ich würde mit Südostasien anfangen. Also ich sage jetzt mal so der Klassiker Thailand oder dann halt nach Vietnam, Laos, Myanmar in die Ecke. Kann man eigentlich nichts falsch machen, kann ich dir nur recht geben. Das sind wirklich dann diese Reiseziele, wo man sagt, da kann man auch als Frau getrost und ohne Angst wirklich erstmal den Einstieg schaffen. Mhm. Und hat immer gutes Essen und nette Menschen. Immer gutes Essen und nette Menschen. Nick, sehr, sehr spannend. Wer mehr erfahren möchte natürlich, der sollte mal im Internet vorbeigucken. Schauen Sie sich an, wo dieser nette, sympathische Typ demnächst in welcher Stadt erscheint. Vielleicht ist auch Ihre dabei und dann gucken Sie mal bei ihm vorbei. Reimt sich und was sich reimt, ist gut. Wir gucken nochmal auf den Spruch des Tages und Theodora kommt nochmal zum großen Abschlussbild zu uns. Reisen bedeutet Grenzen zu überschreiten, auch die eigenen. Ich habe dir Platz gemacht, du kannst dich gerne auf den blauen Stuhl setzen. Du hast hier die gleiche Farbe wie der Sessel gehabt, ja, oder? Wie Chameleon, vorhin. Ne? Man hat wahrscheinlich nur deinen Kopf gesehen, ich oder? Ich habe gesagt, so ein Green Screen wäre jetzt notwendig, da wäre ich da eben so im Schweben. Ja, genau. So, ich habe jetzt Lust auf Reisen bekommen, ich kann jetzt natürlich nicht, denn morgen will ich natürlich auch wieder für Sie da sein. In diesem Sinne, genießen Sie den Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dankeschön. Dank. Weiter geht's mit Jessica Schweinsberg. Klare, auch mit ihr viel Spaß und denken Sie dran, das Buch können Sie natürlich auch im Handel erhalten. Oder auf der Tour. Oder auf der Tour. Signiert. Absolute Empfehlung. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Servus.